Wie hat sich die Archäologie überhaupt entwickelt und ist zu dem geworden, was sie heute ist? Ganz früher, um 600 vor Christus in etwa, haben die antiken Naturphilosophen bereits versucht herauszufinden, wie sie das Unerklärliche erklären können. Das ging damals nur mit Hilfe der Götter. Etwa im 5. Jahrhundert vor Christus beginnt dann die tatsächliche Suche nach der Wahrheit, nach der historischen Wahrheit. Zu nennen ist hier auf jeden Fall Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung. Gleichzeitig muss man anmerken, zu diesem Zeitpunkt begann auch die schriftliche Tradition. Und so genügte es Herodot nicht, Geschichten einfach niederzuschreiben. Er wollte sie verifiziert wissen und begab sich auf Reisen, zum Beispiel nach Ägypten, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass dies unkritische Wiedergaben sind, subjektive Wiedergaben. Aber dennoch beginnt hier die historische Geschichtsforschung. Archäologen gab es sehr, sehr viele, sehr wichtige, die wir leider gar nicht alle behandeln können. Zu nennen ist hier jedoch Christian Jürgen Thomsen, der im 18. und 19. Jahrhundert lebte und das Drei-Perioden-System begründete. Dieses ist besonders wichtig, da es die zeitliche Abfolge von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit festsetzt und Übergangszeiten sogar anerkennt. Des Weiteren ist Thomsen dadurch der Begründer der relativen Chronologie. Das heißt, ein Fundstück kann zeitlich eingeordnet werden. Weitere wichtige Archäologen gab es, Karl Schuchert beispielsweise. Er wird auch der Entdecker des Pfostenlochs genannt und ist damit Begründer der Siedlungsarchäologie. Ein Pfostenloch kann man sich ganz einfach vorstellen. Wurden Häuser errichtet, so war dies aus Holz geschehen, und die großen Pfosten mussten natürlich in Erdlöcher gesetzt werden. Mit der Zeit vergeht natürlich das Holz, aber es bleibt eine dunkle Verfärbung zurück, genau dort, wo dieses Holz in dem Loch war. Und durch diese Erkenntnis können wir ganz viel schließen, wie die Menschen gelebt haben, in welchen Häusern, wie groß diese Häuser waren. War dieses Loch tief und breit im Durchmesser, so war es möglich zu sagen, dieses Haus war relativ groß und diese Pfosten mussten schwerere Lasten tragen. Ein weiter wichtiger Archäologe, den fast jeder kennt, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist natürlich Schliemann, der Entdecker Trojas. Und so zieht sich das durch die Zeiten immer weiter durch. Wir dürfen jedoch nicht außer Acht lassen, dass auch die beiden Weltkriege die Archäologie geschwächt haben. Es gab hier schwarze Schafe, die versuchten, mit Hilfe der Archäologie die arische Rasse nachzuweisen. Und während der Weltkriege wurden natürlich auch viele Fundstücke und Aufzeichnungen und somit Wissen zerstört. Glücklicherweise erholte sich dies alles im Laufe der Zeit und durch unsere heutige Technik und unseren heutigen Wissensstand ist es möglich, Fundstücke und Befunde nicht nur relativ einzuordnen in eine Zeit, sondern teilweise exakte Daten zu geben. Wir können sagen, wann ein Baum gefällt wurde, wann ein Mensch gestorben ist. Das geht jedoch nur mit unseren heutigen Mitteln. Und deshalb werden wir uns nächste Woche beschäftigen mit der relativen Chronologie, der absoluten Chronologie, der Dendrochronologie und natürlich der Radiokarbondatierung. Ich freue mich, wenn Sie mich begleiten.